Tommy, wir treffen uns wieder mal hier in einem wunderschönen Resort und das Trainingslager hat fast schon Tradition bei dir. Beschreib mal, ist es Arbeit, ist es Freude, ist es von allem was? Was ist das? Ja, ich bin zum 7. Mal schon da. Ja, Wahnsinn. Das hat sich schon zum Positiven verändert, würde ich sagen, weil die ersten 2-3 Male, da bin ich, glaube 500 oder 600 gestanden, wenn überhaupt, und dann habe ich mit Günther in einem ganz kleinen Zimmer gewohnt, so eine halbe Stunde zu Fuß von hier. Und wir so sind ändern jeden sich Tag, die Zeiten, ne? So ändern sich die Zeiten und wir sind dann jeden Tag zu Fuß hermarschiert und mit Ernest dann gespielt. Gulbis. Genau, mit Ernest Gulbis gespielt. Und ja, die letzten Jahre, seit ich besser gerankt bin, wohne ich da gleich im Hotel und das hat die Sache schon viel, viel angenehmer gemacht. Und seitdem natürlich ist jeder Tag richtig hart, aber eigentlich kann ich mich jeden Abend sehr, sehr gut entspannen auch und bin die meiste Zeit am nächsten Tag wieder halbwegs fit. Ihr lernt immer dazu, du lernst immer dazu. Macht ihr von der Belastung irgendwas anderes in diesem Jahr? Also wir haben ja viele Bilder, es gab diesen Military Circle, ja, das muss ich sagen, ist dann auch eine Mutprobe irgendwo. Welche Schlüsse zieht ihr zum Beispiel aus dem letzten Jahr? Macht ihr dieses Jahr ein bisschen kürzere Perioden, mehr Intensität? Wie ist das? Es ist ziemlich ähnlich eigentlich wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin in einer wirklich guten Form rausgegangen von dem Trainingslager und deshalb haben wir jetzt nicht besonders viel geändert. Wir haben dadurch, dass der David jetzt da ist, Goffin, haben wir ein bisschen öfter zweimal ein bisschen kürzer trainiert als einmal länger. Und aber sonst ist relativ ähnlich geblieben, auch von den Fitnesseinheiten, einfach deswegen, weil es letztes Jahr so gut funktioniert hat. Wir haben ja diese tolle Aktion gemacht, Live-Training, wo ihr euch zur Verfügung gestellt habt, kann jeder sich auch noch mal anschauen. Da haben viele geschrieben, boah, der Goffin, das ist ja ein richtig netter. Wir dachten immer, der ist so ruhig, so arrogant. Du kennst ihn ja schon länger, das ist wirklich ein guter, ne? Genau, ja, also ich hab nie gedacht, dass er arrogant ist oder so. Du kennst ihn ja auch. Genau, ich kenne ihn schon relativ lang, ist ein komplett netter Kerl. Manchmal wirkt er vielleicht ein bisschen schüchtern, aber der ist komplett in Ordnung. Ja. Sonst, du bist wirklich rausgegangen nach der Saison, die sehr, sehr anstrengend war. Ist das dann auch so, dass du im Urlaub dann echt mal komplett auch die Flügel hängen lässt? Oder bist du so einer, der immer was machen muss? Na, ich bin eine Woche weggeflogen. Ich habe nichts gemacht, nur 2-3 Mal mit der Kiki ein Fitnessprogramm mitgemacht. Aber sonst gar nichts. Und dann war ich zu Hause und dann habe ich einmal Fußball gespielt, einmal Paintball gespielt. Okay, da mich schon mit ein paar Kumpels oder ja, was? Ja, ja. Mit ein paar Kumpels und eben die meisten sind ja eh auch da jetzt. Ja. Und da habe ich schon geschaut, dass ich mich wieder ein bisschen bewege und dass ich den Körper wieder ein bisschen in Schwung bringe, weil von 0 auf 100 da ist nicht gut und das ist ein, zwei Mal schon in die Hose gegangen, auch hier, wo ich dann krank geworden bin. Also ich versuche so, das langsam aufzubauen. Trifft man eigentlich permanent Spieler, weil die fliegen ja irgendwie alle immer. Ich habe mir das Gefühl, alle fliegen, wenn Urlaub ist, ins gleiche Ziel. Ja? Angie, die taucht da beispielsweise. Trifft man da jemanden oder läuft man sich schon dann nicht über den Weg unbedingt? Alle auf den Malediven. Manche treffen sich immer, aber ich war heuer das zweite Mal dort und habe das zweite Mal richtig Glück gehabt und war allein auf der Insel. Was auch mal gut tut. Ja. Ne? Kiki hast du eben angesprochen. Wie groß ist eigentlich das Tennisthema? Ich glaube, ihr habt die Chance, also eigentlich habt ihr ja Glück, finde ich, dass ihr beides Tennisspieler seid, weil ich glaube, du würdest sie viel weniger sehen, wenn sie irgendeinen anderen Beruf hätte, weiß ich, 15 bis 20 Wochen wahrscheinlich, wenn es gut läuft. Redet ihr auch wirklich intensiv über Tennis oder probiert ihr andere Dinge? Also sagen wir mal, du bist zum Beispiel im Turnier drin, weil das lässt sich ja fast nicht vermeiden. Dann reden wir schon über Tennis und auch im Urlaub reden wir über Tennis, da jetzt nicht unbedingt über unser Tennis, sondern auch über Seitenblicke-Stories oder so oder über irgendein Gossip oder so, weil das ist halt ganz klar das Thema, wo wir uns beide am besten auskennen. Ja. Wir kennen beide fast alle Spieler, also auch lustige Geschichten und so. Ja. Also wir reden da schon viel über das Tennis und manchmal auch über ihr Tennis selber oder über mein Tennis. Also wann war es in London, war sie ja auch dabei und sie hat da trainieren müssen, weil wir dann eben danach erst Urlaub gehabt haben und dann habe ich schon versucht, ihr auch ein bisschen zu helfen und umgekehrt genauso, weil sie einige Qualitäten hat, die bei mir nicht so gut sind und umgekehrt ist genauso. Ich muss dir eine Frage stellen, das hat mir meine Frau gesagt, frage ihn. Die Kiki hat ein unglaubliches Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, was sie alles so an dir schätzt. Also da muss ich sagen, das hörte sich so ein bisschen traummannmäßig an, also da kannst du stolz sein. Was schätzt du an ihr? Also was, ich finde es nämlich nicht so einfach. Weißt du, ist eine Tennisspielerin, na klar, die kennt vor allen Dingen so dein Leben, akzeptiert das wahrscheinlich mehr, versteht das mehr. Was ist das, was du an ihr schätzt? Warum passt das so gut?
Ich schätze auch ihren Charakter, ja. Natürlich ihr Aussehen. Ja, auch schlimm, auch, ja. Ja, stimmt, ja, verstehe ich. Und dann, die ganze Geschichte ist einfach so passiert, einfach was in der Sache Liebe oder Beziehung schon wichtig ist, finde ja. ich. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, eine Beziehung im Internet zu suchen. Und ja. das ist irgendwie bei uns zwei genauso passiert. Sie wollte eigentlich nichts in der Sache wissen, ich wollte ja. nichts in der Sache wissen und dann ist das so langsam entstanden alles ja. und ich glaube, deshalb funktioniert das auch so gut und natürlich auch, weil wir beide bestens Bescheid wissen über, ja. über den anderen seinen Beruf, ja. über den anderen seinen Lebensstil. Und man sich auch einschätzen kann, wann braucht er seine Ruhe, wann halte ich mal die Klappe das, und so. Ne? Das genau und natürlich, weil uns auch nie die Gesprächsthemen ausgehen, also es wird nie langweilig, was natürlich auch wichtig ist, wenn dann wahrscheinlich irgendwann einmal die Verliebtheitsfunken weg sind.